Vergangenheit und Gegenwart, lebendige Poeten gegen tote Dichter, Moderne gegen Klassik, Subkultur gegen Hochkultur. Wer trägt die Poesie mitreißender vor? Wirkungsvoller, wortgewaltiger, das wird nachher die Jury entscheiden und ihr könnt der Jury sagen, wie sie entscheiden soll. Sind es eben die lebenden Slam-Poetinnen des Hier und Jetzt oder sind es die Toten? Jeder von denen hat 6 Minuten, das erklären euch gleich auch noch unsere Moderatorinnen. Wir haben heute das Traumteam-Duo als Moderatorin, Vanessa Block und Sabah Umari. Ich begrüße sie mit einem fetten Applaus. Wir haben auch einen Büchertisch da hinten, da liegen also von den Teilnehmern Bücher und andere Produkte aus. Die seien euch sehr anempfohlen. Ein besonderer Dank an die Lehrerinnen Ute und Sina, die ja auch einen Teil ihrer Freizeit geopfert haben, die das alles organisiert haben, dass es in der Schule klappte, dass es hier klappt. Das ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir den Slam-Nachwuchs hier haben. Und ich denke, das wird einen begeisterten Slam geben. So, ich darf übergeben an Vanessa und Sabah. Vielen Dank, Peter. Auch nochmal einen großen Applaus für Peter, der das heute auch macht. Und der uns immer wieder tatsächlich auf die Bühne lässt. Genau, und zwar würde ich sagen, danke für die Einführung ins Thema. Und wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir möchten einfach einmal direkt alle Poeten und Poetinnen, ob tot oder lebendig, auf die Bühne holen. Einen großen Applaus, bitte. Najla und Gassier und Tommy und Ruben und Klaus. Das ist ein Traum. Vielen Dank. Vielen Dank an das Publikum, was so freudig mitklatscht. Danke, dass ihr einmal hier vorne nach vorne gekommen seid und euch gezeigt habt. Jetzt dürft ihr wieder runter. Nochmal einen großen Applaus. Ja, und wir haben noch jemanden auf der Bühne. Ihr habt sicher das Foto gesehen. Die meisten von euch werden sich erinnern an Helga Rust. Helga Rust, wir haben am 1. Mai zum 16. Mal ihren 75. Geburtstag gefeiert. Und sie kam immer noch in voller Kraft hier auf die Bühne, hat es sich auch nicht nehmen lassen, auch dem Sieger oder der Siegerin zu erklären, was sie alles noch besser machen müssten, wie sie ihre Aussprache, Mimik, Gestik, Intonation doch wirklich noch zu ändern hätten. Sie nahm also kein Blatt vor den Mund, das hat ihr niemand übel genommen. Eigentlich sollte sie heute Abend auch den Pokal übergeben. Sie hat sich impfen lassen, dann ging es ihr sehr schlecht und 14 Tage später war sie tot. Nein. Liebe Helga, ich stelle mir vor, wie du da oben den himmlischen Heerscharen das hohe Zehmal überbringst. Ja, da wollte ich mit euch gerne nochmal kurz dran denken. Ihr könnt sich jetzt da unten hinstellen. Jetzt kommen wir in die Gegenwart zur Bewertungstafel. Genau, vorher muss ich aber noch eine Kleinigkeit mit dem Publikum üben. Ich habe das gerade schon mitbekommen, dass ihr super motiviert seid zu klatschen. Das finde ich großartig, das ist ganz wichtig auch. Aber das eben, als ihr die Poeten und Poetinnen begrüßt und verabschiedet habt, klang das ein bisschen wie so ein Fünfer-Applaus. Und wir haben ja eher so die Skala, auch die Punktevergabe ist von 1 bis 10. Und da würde ich jetzt einfach mal kurz mit euch testen, dass wir das nochmal wirklich üben, wie man richtig klatscht. Und zwar, wenn das jetzt, machen wir mal so einen Fünfer-Applaus, so wie eben, so ein bisschen, ne, ist ganz in Ordnung. Ja, danke, dass ihr hier seid. Okay, das ist schon mal gut. Und wenn ihr jetzt so einen 7er-Applaus machen würdet, das ist schon richtig gut. Ja. Sehr schön. Okay.
Und jetzt aber so ein Zweierapplaus. Oder so. Ah, Helfer würde sagen, geht nochmal nach Hause, üben ein bisschen vorm Spiegel für den Text. So. Ja, das ist sehr gut. Und jetzt ein Zehnerapplaus, wenn das hier war. Ja! Perfekt. Besser geht es nicht. Vielen Dank dafür. Dann möchte ich einmal noch kurz erklären, für die, die heute zum ersten Mal bei einem Poetry Slam dabei sind, aber auch die schon ganz oft da waren, einfach noch mal kurz das Prozedere. Wir haben heute sind wir live im digitalen 21. Jahrhundert über Twitch und haben da Leute, die zugucken und da abstimmen. Und hier machen wir das so, damit das auch ein bisschen kompatibel ist. Wir haben 5 Jurymitglieder. Vielleicht können die einmal die Hände heben, dass wir das schon mal... Ja, ich zähle. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sieht passend aus. Genau, und ihr vergebt auch nochmal Punkte. Und zwar sind alle Slammer quasi einmal nacheinander dran. Und es wäre deshalb gut, weil wir direkt danach die Bewertung abrufen, dass ihr euch während des Slams vielleicht schon Gedanken macht, Notizen macht, damit das hinterher ein bisschen schneller geht mit den Punkten, wenn wir die abrufen. Genau, und... Genau, nach der ersten Runde gibt es die Bewertung und dann nach der zweiten natürlich nochmal genauso. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So, jetzt bist du dran. Also ich erkläre euch jetzt die 4 Regeln. Der Text muss selbst geschrieben sein und man darf nicht über 6 Minuten, also die 6 Minuten überschritten. Und man darf keine Hilfsmittel benutzen und Respect the Points. Also bitte macht euer Handys aus und stört bitte nicht, während der Slammer oder Slammerin hier auf der Bühne ist. Heute dürfen aber die toten Dichter diese Regeln brechen halt. Also die dürfen... Oder zumindest eine Regel. Ja, genau. Also die dürfen sich verkleiden, also Hilfsmittel dürfen die benutzen und ja, also die Zeit soll aber 6 Minuten sein. Genau, und auch die toten Dichter quasi bitte respektieren, also das ist schon wichtig. Genau, und dann würde ich sagen, wenn ich hinter dich gucke, ist euch das auch aufgefallen? Diese wunderbaren, glitzernden, shiny Sachen hier, so ein... Pokal zum Beispiel, den bekommt der erste Starter des heutigen Abends. Ich nicht der Sieger? Doch. Genau. Genau, und was haben wir hier noch so Schönes? Was ist das denn? Könnt ihr das sehen? Das ist ein Buch. Minton Slammed. Ich wusste gar nicht, dass Minton slammed. Genau. Oh, und was ist das? Hätte ich Deutsch auf Lehramt studiert, wäre das nicht passiert. Sehr guter Text von Björn Höxdahl. Großartig, auch noch original verpackt. Also hier wird keine Mühe, kein Geld gescheut für die tollen Preise. Und von Michael Sarin Verolet, lass uns doch Feinde sein. Oh, das ist auch noch original verpackt übrigens. Wunderbare Preise und hier haben wir sogar noch eine Medaille. Also... das ist ein Traum, Traumpreise, würde ich sagen. Das ist großartig. Ja, und dann würde ich auch sagen... Wir brauchen noch einen, jemanden an der Glocke. Ach, das so. Das siehst du, da haben wir schon. Ha. Sehr gut, genau. Wenn dieses Geräusch ertönt, die Glocke, dann sind die 6 Minuten überschritten und dann würden wir einmal kurz abstimmen und fragen mit dem Handzeichen nach oben. Wir möchten den Text zu Ende hören. Daumen nach unten. Geh bitte von der Bühne. Genau. Ja. So, und dann würde ich sagen, legen wir mal die Reihenfolge fest, oder? Oder wollt ihr noch, dass wir weiter quatschen? Nee, reicht auch, würde ich auch sagen. Okay, dann schauen wir mal, wir legen jetzt die Reihenfolge fest, in welcher die Poeten und Poetinnen... Willst du ziehen? Wir können auch abwechselnd ziehen. Okay. Lest das schon vor? Als erstes begrüßen wir Dustin auf der Bühne. Dann begrüßen wir Johnny als zweites. Achso. Genau, merkt euch das, vielleicht schreiben wir das auch gleich nochmal kurz da dran. Und Najla kommt als drittes auf die Bühne. Ich ziehe jetzt einfach mal frech weiter.
Und Ruben haben wir dann als Nummer 4. Und jetzt testen wir nochmal. Steht auch drin, was hier drin stehen soll? Klaus, ja, tatsächlich. Einen großen Applaus. Und dann würde ich sagen, Mikrofon. Heute ein bisschen chaotisch, denkt euch nichts dabei. Ja, also ich erzähle euch jetzt etwas über Dustin, der erste Starter. Er war noch nie bei einem Poetry Slam, also heute ist seine Bühnenpremiere. Und er schreibt seit 2 Monaten. Und er schreibt, weil es ihm Spaß macht und weil man Gefühle zeigen kann. Und seine Spezialgebiete sind lustige Dinge. Also er schreibt über lustige Dinge. Und etwas Nettes über ihn, er ist ein Playboy. Grüß mit einem großen Applaus! Großen Applaus! Dustin! Und sogar den passenden Pulli an. Entschuldigung, das muss ich noch loswerden. Hallo, ich bin Dustin. Ich würde noch mal ganz kurz erklären, warum ich hier eigentlich auf der Bühne stehe, damit euch das allen klar ist. Tut mir leid, ich bin sehr nervös. Wir haben das Thema bei uns im Deutschunterricht und ich habe einfach gemerkt, es liegt mir im Blut und dazu ziehe ich auch vor mir selber den Hut, aber das kommt gar nicht zum Thema. Ich würde einfach sagen, ich fange an. Und zwar stelle ich euch den Text Der flotte Schuh vor. Und ich würde sagen, ich fange an. Moin, moin, mein Schuh, was geht da? Wir sind lang nicht mehr gelaufen, oder was? Du walkst mich durch die City und durch den Tag. Ohne dich, Mann, ich kacke ab. Meine Füße, die stinken so sehr. Aber trotzdem liebst du mich mehr. Du hältst hinaus den Gestank und walkst mich trotzdem durch den Tag. Ich halte dich sauber und ich putze dich jeden Tag. Doch der Gestank, der fuckt dich einfach ab. Okay. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich geh duschen und halte meine Füße sauber. Danach bist du so glücklich und du lachst mich an. Ohne das Duschen lässt du mich nicht ran. Ich schlüpfe nicht rein mit meinem Fuß. Der gute Duft gibt uns heute einen Gruß. Danach laufen wir los, nur eine Runde. Wir sind maximal weg, nur eine Stunde. Oh nein, er ist schon wieder da. Da hilft nur noch eins, Deodorant. So, mein Freund, hier unten spricht dein Schuh. Lass mich für heute einfach mal in Ruhe. Ich will mich ausruhen in meinem Schrank. Und morgen fangen wir von vorne an. Dankeschön. Wollte ich noch gerne was sagen, was machen, wie auch immer man es nennen möchte. Und zwar, ich verbinde Poetry Slam auch irgendwie mit Musik, mit Rap und so. Und deswegen habe ich noch was Kleines für euch. Und zwar, dazwischen werfen. Und zwar sehe ich gerade schon, die Jury blättert schon fleißig. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Heute nur ganze Zahlen, also 1 bis 10, aber keine Kommastellen bitte. Entschuldigung, das habe ich eben vergessen. Damit es ein bisschen für die Rechnung hinterher einfacher wird. Am Ende, genau. Soll ich jetzt den zweiten Schalter machen? Okay, also jetzt kommen wir zu den zweiten Starter und das ist Johnny. Ich erzähle jetzt etwas auch über ihn. Er ist schon mehrmals auf der Bühne, also er war schon mehrmals
Ich kann nicht mehr reden. Also er ist schon mehrmals auf der Bühne gewesen, auf dieser Bühne und auch woanders. Und er schreibt seit 4 Jahren. Er schreibt, weil er, also er schreibt, um gehört zu werden, weil er schon zugehört hat. Und seine Spezialgebiete sind ernste Themen und Ironie. Was nett ist über ihn, ist, er ist netter, als er aussieht. Wir begrüßen Johnny auf der Bühne. Hallo, Test A, jetzt. Ich muss kurz das Gestell kurz verstellen. Du darfst die Maske jetzt absetzen. Danke für die Erinnerung. Die haben das geübt, das ist eine Performance. Ja, total. Das zieht hoffentlich nicht von meiner Zeit ab. Ja, erstmal schönen guten Abend von mir aus. Kurze Vorstellung für diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Johnny Lu, bin Schüler am Herder. Und zu meinem Text, diejenigen, die mich schon mal auf der Bühne gesehen haben, wissen, dass ich eher dazu geneigt bin, so wie Saba schon eben gesagt hat, ernste Texte zu schreiben. Heute Abend ist es nicht anders. Ich habe ein bisschen über das vergangene Jahr geschrieben, ziemlich viele Wenden, ziemlich viele Höhepunkte, Tiefpunkte und ich glaube, ich fange einfach an. Und plötzlich ist es wieder Neujahr. Das letzte Mal, als es noch 2020 war, der Ort vom Neustart nicht bei mir zu Hause lag, ich mal nicht alleine rumsaß und abwartete. Wartete, bis die Uhr auf 0 geht und eine 1 am Anfang steht. Ich stand wie letztes Jahr vor einer Wand, meiner Wand, die ich nicht überqueren, von der ich mich nicht wehren konnte. Letztes Jahr hatte ich zuvor einen lichten Moment. Mir wurde aus irgendeinem Grund wieder Hoffnung geschenkt, meine Aufmerksamkeit auf die Nähe gelenkt, meine Sorgen und Einsamkeit wurde in Liebe ertränkt. Ich hatte solche Freude, die mich übers Wasser hielt, über den Abgrund, der mich in Verzweiflung zieht. Bis der Abend kam, an dem ich den Boden wieder sah, dem Grund viel zu nah, mein Vertrauen gebrochen war. Deine Worte, deine Sätze, sie sind nicht wahr, du Lügner, du kannst mir das nicht antun. Und ohne eine weitere Spur begann wieder meine ganz eigene Tortur. So kurz vor dem Neujahr, so kurz vor dem Neustart, wurde mir alles viel zu privat. Von meinen Wunden soll keiner mehr wissen, denn abends, da kommt es auf, da geht es mir am beschissensten. Meine Namen will ich nicht mehr teilen, diese Geschichten, diese Erinnerungen sollen nur bei mir bleiben. Es soll nicht deswegen jemand wegen mir weinen, nicht wegen mir schreien, wenn man mich kennenlernt. Lediglich will ich nur darüber schreiben. Nur ich darf darüber meinen Kopf zerreiben. Und plötzlich ist es wieder Winter. Mein Vertrauen schenkte ich im November und leiden tat ich seit September erst im Januar. Diese Winterdepression ist halt unaufhaltbar. Aber aus der richtigen Position betrachtet, aushaltbar. Ich zeige mich verwundbar und bin ihr dafür dankbar. Endlich bin ich in der Gegenwart und auf keine Art im Dezember 2020. Ich bemerke dich, wie du doch immer noch bei mir bist. Du leiser wirst, Tage sogar einsam wirkst. Meine Zuneigung zu dir stirbt. Wegen dir war ich so lange so
unglaublich verwirrt. Du hast mir schon irgendwo mein Neujahr verstört. Danke sehr. Das war Jenny. Genau, vielen Dank dafür. Und als nächstes begrüßen wir auf der Bühne eine Frau. Sie hat ihren ersten Poetry Slam, ich glaube, 2015 gehabt. Genau, und sie war aber seitdem auch schon einige Male hier im Bützen, mal als Jury oder als Poetin, und ist beim diesjährigen Lady Slam, den man da noch sieht, im März sogar ins Finale gekommen. Ihre Texte, es gibt kein Spezialgebiet, sie beschäftigt sich mit den Fragen des Lebens, dem Irrsinn des Lebens. Und sie sagt über sich selber, sie ist unkompliziert, umgänglich und freundlich, und das kann ich bestätigen. Einen großen Applaus für Najla und heute als Frida Kahlo. Test, hallo, schönen guten Abend und danke schön für diese schöne Begrüßung. Ich freue mich heute, eine Lieblingskünstlerin von mir repräsentieren zu können, und fange auch gleich an. Zu meiner Zeit waren die Busse echte Klapperkisten. Als die ersten fuhren, waren sie sofort ein Erfolg. Die Straßenbahnen blieben leer. Ich stieg mit Alejandro Gomez Arias in den Bus. Ich saß am Rand neben der Haltestange. Alejandro saß neben mir. Augenblicke später stieß der Bus mit einer Straßenbahn zusammen. Die Bahn schob den Bus gegen die Mauer. Der Aufprall war merkwürdig, nicht heftig, sondern dumpf und langsam. Alle wurden verletzt, aber meine Verletzungen waren besonders schwer. Ich erinnere mich, dass es der 17. September 1925 war, einen Tag nach den Feiern zum Unabhängigkeitstag. Kurz nachdem wir in den Bus gestiegen waren, kam der Zusammenprall. Wir hatten zuerst in einem anderen Bus gesessen, aber ich hatte ein kleines Schirmchen verloren und wir stiegen aus, um es zu suchen. So kam es, dass wir in diesen Bus stiegen, der mich verstümmelte. Der Unfall geschah an einer Straßenecke gegenüber dem Markt von San Juan, genau gegenüber. Mein erster Gedanke galt einem hübschen bunten Bolero, den ich an diesem Tag gekauft hatte. Ich wollte ihn suchen, in dem Glauben, dass all dies keine Folgen haben würde. Dienstag, der 13. Oktober 1925. Alex, Demi, wieder. Du weißt besser als jeder andere, wie traurig ich in diesem verdammten Krankenhaus bin. Du wirst es dir denken können, und außerdem werden die Jungs dir schon davon erzählt haben. Alle sagen, ich soll nicht so verzweifelt sein. Aber sie wissen nicht, was es für mich bedeutet, 3 Monate im Bett liegen zu müssen. Denn das muss ich, wo ich doch mein Leben lang eine echte Herumtreiberin gewesen bin. Aber was soll's? Immerhin hat mich der Sensenmann nicht geholt, und das ist doch was, oder? Stell dir bloß vor, welche Ängste ich ausgestanden habe, weil ich an diesem und an dem nächsten Tag nicht wusste, wie es dir ging. Nach der Operation sind Salas und Olmedo vorbeigekommen. Ich war so froh, sie zu sehen. Ich habe mich nach dir erkundigt, und sie sagen mir, dass du Schmerzen hast, aber nicht schwer verletzt bist. Du weißt nicht, wie ich deinetwegen geweint habe, mein Alex, und auch wegen meiner Schmerzen, denn ich sag dir, bei den ersten Behandlungen wurden meine Hände kalkweiß und der Schweiß brach mir, so weh tat es. Bei jeder Bewegung kommen mir die Tränen literweise, auch wenn es heißt, dass man dem Hinken eines Hundes und den Tränen einer Frau keinen Glauben schenken soll. Ich wurde völlig durchbohrt, von der Hüfte schräg nach vorne. Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre für den Rest meines Lebens ein Krüppel gewesen oder hätte sterben müssen. Aber jetzt ist das alles vorbei. Eine Wunde ist schon verheilt und der Doktor sagt, dass sich die andere bald schließen wird. Sie haben dir doch bestimmt erklärt, was ich habe, oder? Es wird lange gedauern, bis das gebrochene Becken verheilt, der Ellbogen wieder zusammenwächst und die kleinen Wunden am Fuß vernarben. Was Besuche betrifft, ist es hier ein wahrer Menschenauflauf gewesen, eine richtige Rauchwolke. Fernandes zahlt weiter. Mein zeichnerisches Talent scheint in der Zwischenzeit noch größer geworden zu sein, denn er sagt, dass er mir 60 Pesos wöchentlich geben will, wenn ich wieder gesund bin. Nichts als leere Versprechungen, aber immerhin. Die ganzen Jungs aus dem Ort kommen jeden Tag zu Besuch. Señor Roy hat sogar geweint. Der Vater, nicht der Sohn. Wo denkst du bloß hin?
Aber ich würde alles drum geben, wenn statt der ganzen Leute aus Coyoacán und der ganzen Damenkränzchen eines Tages du kämst. Ich glaube, ich muss dich einfach küssen, wenn du dann vor mir stehst. Jetzt ist mir klarer als je zuvor, wie sehr ich dich liebe und dass ich dich niemals hergeben kann. Du siehst, das Leiden hat auch immer etwas Gutes. Abgesehen davon, dass ich körperlich ziemlich geschwächt bin, habe ich auch seelisch einiges mitgemacht. Du weißt ja, wie schlecht es meiner Mutter ging und meinem Vater genauso. Dass ich meinen Eltern diesen Schlag versetzt habe, schmerzt mich mehr als 40 Wunden. Ich möchte so schnell wie möglich nach Hause, aber dazu muss erst die Entzündung ganz abgeklungen sein und alle Narben müssen verheilt sein. Sonst kann es zu einer Infektion kommen, bei der ich draufgehe. Was meinst du? Es wird jedenfalls nicht mehr in dieser Woche sein. Ich zähle die Stunden, bis ich dich wiedersehe, ob nun hier oder zu Hause. Und wenn ich dich sehen kann, werden die Monate, die ich das Bett hüten muss, viel schneller vergehen. Hör zu, Alex. Wenn du nicht vorbeikommen kannst, dann schreib mir. Du weißt gar nicht, wie viel besser ich mich nach deinem Brief gefühlt habe. Ich lese ihn bestimmt zweimal am Tag. Und immer kommt es mir vor, als hätte ich ihn noch nie gelesen. Ich habe dir so viel zu erzählen. Schriftlich geht das nicht, denn ich bin immer noch sehr schwach. Mein Kopf und meine Augen schmerzen, wenn ich länger lese oder schreibe. Aber bald werde ich dir alles erzählen. Jetzt was ganz anderes. Ich habe Mordshunger. Ich sag's dir. Und ich kann nichts essen, außer einigen widerlichen Sachen. Nur damit du's weißt. Und wenn du kommst, dann bring mir doch bitte Schokolade mit. Und so einen Balero, wie ich ihn an dem Tag verloren habe. Deine Freundin, die nur noch ein Strich in der Landschaft ist, Friducha. Ich war sehr traurig wegen des Schirmchen. Das Leben beginnt morgen. Ich bete dich an. Viva la vida. Najla, du siehst so mexikanisch aus. Sagst du uns nochmal, wen du dargestellt hast? Ja, gerne. Frida Kahlo, die große berühmte Malerin Mexikos. Und was einige vielleicht wissen, dass sie auch Briefe geschrieben hat, Gedichte. Und ja, mit einer Leidenschaft, die wirklich unvergleichlich ist. Ja, danke. Genau, hier passiert auch schon der fliegende Wechsel. Begrüßt mit mir als nächstes den großartigen Ruven, der schon vor Jahren hier auf der Bühne stand, im Bürz, dieses Jahr auch wieder dabei. Er schreibt seit 10 Jahren und er sagt, naja, ich muss mir das ja aufschreiben, weil so tolle Ideen, wie soll ich mir das sonst anders merken? Begrüßt ganz herzlich mit mir heute Ruven als Heinz Erhardt. Vielen Dank für das Geräusch. Hinter eines Baumesrinde wohnt die Mahne mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol. So lebt denn wohl. Doch halt ein. Denk, was geschah. Geh nicht aus. Denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Made Junior aber schlich hintendrein. Und das war schlecht. Denn schon kam ein Specht. Und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade. Schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Noch ein Gedicht. Zu Ostern in Hersfeld die Mutter spricht: Bald ist es Zeit für das Festtagsgericht. Drum gehe Mariechen hinab in den Keller und fülle mit Sauerkraut mir diesen Teller. Oh Mutter, mir träumte noch neulich von einem Mann. Der Mann war abscheulich. Drum lasset uns doch den Keller vergessen. Wollen wir doch was anderes essen.
mein Kind, ich sehe es genau. Du kommst in die Jahre, wirst langsam zur Frau. Siehst überall Männer, die lauern. Komm, geh von dem, hol von dem Kraut, von dem Sauern. Mariechen, sie tut es. Sie schreitet hinab, hinab in den Keller, so's finster wie's Grab. Hier füllt sie den Teller von Blech. Doch solange sie auch wartet, kommt kein Mann. Sonnpech. Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, nun weiß ich auch nicht mehr genau, wann dies war, so süß wie Candies. Bis sie uns sprachen, wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen, auch finden wir das Gelb abscheulich, wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus wird nichts werden, ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer. Noch ein paar kurze Gedichte. Vierzeiler, man denkt ja eigentlich, das ginge einfacher als die längeren, dem ist aber nicht so. Denn in nur vier Zeilen was zu sagen, erscheint zwar leicht, doch ist es schwer. Man braucht ja nur mal nachzuschlagen. Die meisten Dichter brauchen mehr. Über einen Snob. Sie reichen Weine mir und Bier und Schnäpse und dergleichen. Dabei können doch die Leute mir nicht mal das Wasser reichen. Und ein letztes für diese Runde. Wenn gleich die Nas, ob spitz, ob platt, zwei Flügel, Nasenflügel hat, so hält sie doch nicht viel vom Fliegen. Das Laufen scheint ihr mehr zu liegen. Vielen Dank. Vorstellung der Gedichte von Heinz Erhardt. Großartig. Und last but not least begrüßen wir jetzt jemanden auf der Bühne. Er ist schon mehrfach hier mit aufgetreten. Man kann es quasi gar nicht zählen, wie oft. Und Poetry Slam macht er seit 2009. Gedichte schreiben aber seit 1960. Und begrüßt mit mir ganz herzlich den Mann, der etwas gesagt hat. Das muss ich einmal kurz noch wiederholen. Und zwar, das fand ich so schön, das hätte ich direkt selber gedruckt. Sprache ist eine Kunst, die man auf so wunderschöne und unendliche Weise gestalten kann. Und das ist sehr großartig. Und begrüßt mit mir heute Kurt Tucholsky oder auch Klaus Urban. Ein Riesenapplaus! Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Kurt Tucholsky. Ich bin 1890 geboren und 1935 im Exil in Göteborg gestorben. Ich habe die politische, gesellschaftliche Situation einer Zeit sehr genau scharfäugig beobachtet und meist sehr beißend kommentiert, karikiert und satirisch beschrieben. Ich beginne zur Einordnung im ersten Teil politische Texte, im zweiten eher private. An das Baby. Alle stehen um dich herum, Fotograf und Mutti und dein Kasten schwarz und stumm, Felix, Tante Putti. Sie klingen mit dem Schlüsselbund fröhlich, quietscht ein Gummihund, Baby, lach mal, ruft Mama, ei, ruft Tante, ei, ei, ja. Aber du, mein guter Mann, siehst du die Gesellschaft an? Na und dann, was meinst du? Weinst du? Später stehen um dich herum Vaterland und Fahnen, Kirche, Ministerium, Welsche und Germanen. Jeder stiert nur unverwandt auf das eigene kleine Land. Jeder kräht auf seinem Mist, weiß genau, was Wahrheit ist. Aber du, mein kleiner Mann, schaust du die Gesellschaft an? Na und dann, was machst du? Lachst du?
Der zweite Text geht über die deutscheste der deutschen Redensarten, nämlich, ja, dürfen die denn das? Als Friedrich August von Sachsen noch saß auf seinem Thron, da täte die Empörung wachsen. Horch, horch, die Revolution! Im Schloss erschrak man nicht wenig, der Kammerherr wurde ganz blass. Da sagte der junge König, ja, dürfen die denn das? Der Satz hat sich eingefressen, ich sag ihn bei Tag und bei Nacht, ich sag ihn bei Jungdo-Adressen, ich sag ihn, wenn Hitler was macht, ich sag ihn, wenn Mädchen sich lieben und wenn einer reißt mit dem Ast und wenn sie um Schleichern was schieben, ja, dürfen die denn das? Wie die Deutschen so tiefsinnig schürfen, jeder Mann ein Berufungsgericht, nur wer darf, darf bei uns dürfen, die anderen dürfen nicht. Und sitzt in der peinlichsten Lage, der Deutsche geduckt und klein, dann stellt er die deutscheste Frage und schläft beruhigt ein. Ja, dürfen die denn das? So, und jetzt haben wir Anthropologie- und Biologiestunde. Der Mensch. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen, eine, wenn es ihm gut geht und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere nennt man Religion. Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine unsterbliche Seele, sowie auch ein Vaterland, damit er nicht zu übermütig wird. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen nicht gefragt, ob er auch gemacht werden wolle. Der Mensch gönnt seiner Gattung nichts. Daher hat er die Gesetze erfunden. Er darf nicht, also sollen die anderen auch nicht dürfen. Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut man gut, sich auf ihn zu setzen. Man ist dann wenigstens in dieser Zeit sicher, dass er nicht davonläuft. Manche verlassen sich auch auf den Charakter. Der Mensch zerfällt übrigens in zwei Teile. Wo haben wir denn die Teile da? In einen, das hat übrigens der Holzer geschrieben, nicht von mir, ne? In einen männlichen, der nicht denken will, und einen weiblichen, der nicht, Sie wissen schon, beide haben sogenannte Gefühle. Man ruft diese am sichersten dadurch hervor, dass man gewisse Nervenpunkte des Organismus in Funktion setzt. In diesen Fällen sondern manche Menschen Lyrik ab. Der Mensch ist ein politisches Geschöpf und am liebsten zu Klumpen geballt verbringt er sein Leben. Jeder Klumpen hasst die anderen Klumpen, weil sie die anderen sind, und hasst die eigenen, weil sie die eigenen sind. Den letzteren Hass nennt man Patriotismus. Jeder Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und eine Fahne. Sämtliche vier Organe sind lebenswichtig. Es soll Menschen ohne Leber, ohne Milz, mit halber Lunge geben. Menschen ohne Fahne gibt es nicht. Wenn ein Mensch fühlt, dass er hinten nicht mehr hoch kann, wird er fromm und weise. Er verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt, dies nennt man innere Einkehr. Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind. Und die Jungen begreifen nie, dass sie alt werden können. Im Übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das klopft, schlechte Musik macht und seinen Hund bellen lässt. Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot. Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und Amerikaner, aber die haben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie sowieso erst in der nächsten Klasse. Bis dann. Tucholsky ist mit seinen Texten nicht immer gut gefahren, es ist ihm nicht gut bekommen, er ist auch schließlich ins Exil gegangen, aber er hat vorgebeugt, er hat einen Text geschrieben, da kann einem nichts passieren, als politisch nicht ganz beliebter Autor, nämlich das beschlagnahmefreie Gedicht. Ich bin klein, mein Herz ist rein, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als, nach Belieben auszufüllen, allein. Lieb Vaterland, mag's ruhig sein. Fest steht, dass Ponscreme das Beste für die Haut ist. Hip. Wer seine Obrigkeit lässt walten. Ja, kommt. Abstimmung. Geht weiter. Ah, ja. Ja. Wer seine Obrigkeit lässt walten, der bleibt immer wohlbehalten. Hip, hip. Wenn ich nur meinen Adolf hab, bis an mein schwarz-weiß-rotes Grab. Hurra. Ein Pfeilchen stund an Baches Ranft, so preußisch blau, so lind und sanft. Da kam ein kleines Schaf daher, jetzt steht ja gar kein Pfeilchen mehr. Da kam ein kleines Schaf daher, jetzt steht ja gar kein Pfeilchen mehr. Hurra!
Ein Richter steht im Walde ganz still und stumm. Ein Richter steht im Walde ganz still und stumm. Er war republikanisch bis zuletzt. Nun haben sie ihn in den Wald versetzt. Und da steht nun der Richter auf seinem linken Bein, ganz allein, ganz allein, ganz allein, ganz allein. Lieb Vaterland, siehe oben. Siehst du die Brick dort auf den Wellen rechts? Rechts müsst ihr steuern, halt der Schrei. Reine Republik kann nicht zerschellen, Frau Wirtin hat auch ein Ei. Die Zeiten werden schön und schöner. Ich denke an Männer, Kühn und Barsch, an Noske, Gessler und auch Gröner. Mir fielen auch noch ein paar andere ein. Lieb Vaterland, siehe um. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand in wohnen, es nach Belieben auszufüllen? Na, ist Ihnen schon was eingefallen? Nein, allein. Fest steht auf jeden Fall, dass Ponscreme das Beste für die Haut ist. Hip! So, liebe Zuschauer daheim an den Bildschirmen, wir kommen jetzt zur Abstimmung nach der ersten Runde. Der Techniker, der Knut, blendet uns das jetzt ein. Das ist im Grunde ganz einfach, wenn man es einmal gemacht hat. Also, ihr gebt in den Chat ein Rufzeichen, also das Ausrufezeichen, und dann als nächstes Vote und dann den kleingeschriebenen Namen eurer Favoritin oder eines Favoriten. Also ihr sucht euch einen von den fünf aus oder eine. Wir kriegen das hier gerade eingeblendet. Vote Klaus, Vote Naschla, Vote Dustin, Vote Rufen oder Vote Johnny. Also stellt euch vor, wem ihr in dieser Runde den Pokal gegeben hättet, wenn es den schon gäbe. Und diese eine Person schreibt ihr dann rein. Tatsächlich nur diese eine. Der Automat sagt uns dann nachher, welcher von den fünf wie viel Prozente erhalten hat. Ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit dafür. Na, und jetzt sind wir dran. Nee, du. Ja, jetzt kommen wir zur Bewertung hier. Also der erste Starter war Dustin. Ihr habt jetzt 5 Sekunden, umzublättern. Dustin war der Text über die Schuhe und wie sehr sie sich darüber freuen, wenn man duschen geht. So ungefähr. Sind schon alle bereit? Okay, dann zählen wir euch an. 3, 2, 1, hoch die Karten! Und ich habe eine 9, eine 10, eine 9, eine 10 und eine 8. Das sind jetzt also die Prozente, die wir hier im Saal erhalten haben, wenn ihr das nachverfolgen wollt. Die höchstmögliche Punktzahl war 10, mal 5 Jurymitglieder. Er hätte also 5 mal 10, 50 Punkte bekommen können. Und die hat uns gerade der Jan Meister umgerechnet in Prozente, damit wir sie mit den Abstimmungen zu Hause vergleichen können. Genau. Dann kommen wir zu Poet Nummer 2, das ist Johnny. Johnny. Genau, mit dem Text über das Jahr 2020 und die Winterdepression und genau, also als Erinnerung. Gebt uns ein kurzes Zeichen, wenn ihr soweit seid. Oder eher, wenn ihr noch Zeit braucht. Sieht gut aus? Ja? Okay. 3, 2, 1, hoch die Karten! Ich habe eine 10. Eine 8, eine 7, eine 7 und noch eine 8. 80% für Johnny. Oh, einen großen Applaus. Okay, und dann gehen wir direkt weiter zur nächsten Bewertung und zwar von Frida Kahlo oder auch Naschla. Genau. Seid ihr bereit? Okay. 3, 2, 1, hoch die Karten! Und ich habe eine 8, eine 7, eine 9, eine 8 und noch eine 9. 92,
80%. Einen großen Applaus. Da bleiben nicht mehr so viel übrig. Da haben wir noch Heinz Erhardt oder auch Rufen mit den wunderbaren Gedichten. Seid ihr bereit? Okay. Okay. 3, 2, 1, hoch die Karten! Wir haben eine 7, eine 7, eine 8, eine 6 und eine 7. 70% für Rufen. Lass mit ihm Applaus, macht er schon selber. Super. Okay, und dann last but not least haben wir Klaus oder auch Kurt Tucholsky. Bereit aus. Okay. 3, 2, 1, hoch die Karten. Ich habe eine 10, eine 8, eine 10, eine 10 und noch eine 10. Oder? Ja. Publikum loben, das mit dem Applaus macht er wirklich großartig. Also da könnt ihr auch noch mal für euch selber klatschen. Bewertung, ja, haben wir das? Was die Ergebnisse angeht, die Abstimmung im Chat funktioniert nicht, obwohl wir das die letzten Male schon konnten. Es ist auch freigeschaltet. Also wir müssen für diese Runde einfach dabei bleiben, was wir bisher gemacht haben. Die Jury stimmt ab. Wir können ja anhand der Prozentzahlen, macht das doch mal bitte, sagen, wie denn jetzt die Reihenfolge wäre, wenn schon Schluss wäre. Also so eine Hochrechnung wie bei der Wahl morgen. Genau, also im Moment sieht es so aus, dass Rufen auf dem 5. Platz wäre, gefolgt von Johnny auf dem 4. Und dann haben wir auf dem 3. Platz Najla und dann Dustin auf dem 2. und Klaus oben gerade als Sieger. Das ist der aktuelle Stand. Genau. Ja, dann macht doch die zweite Runde. Jetzt machen wir das umgekehrt weiter, genau. Jetzt fangen wir von... Genau. Jetzt fangen wir einmal andersrum an, und zwar... Der erste Starter ist jetzt der letzte Starter, der, und das ist Klaus. Genau. Einen großen Applaus! Auf die Frage, etwas Nettes über sich selber zu sagen, sagte Klaus, ich kann Tucholsky. Ja, danke, dass ich schon wieder darf. Ich hatte gar nicht so schnell damit gerechnet, dachte, wir machen eine Pause. Aber ich ruckel mich schon zurecht. So, ja, jetzt kommen eher so ein bisschen mehr private Beziehungstexte, wenn man so will. Und zwar, ich fange an mit danach. Also, ich mache den zuerst, der heißt aber danach. Also, ne, nicht irritiert sein. Und in diesem Text erklärte Kurt Tucholsky, warum denn diese schönen alten Schwarz-Weiß-Filme immer mit einem Happy End enden mussten. Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat's unter den Gentlemen. Na und denn? Den gehen die beiden brav ins Bett. Ja, das ist ja auch ganz nett, aber manchmal möchte man doch gern wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht kissen? Die können ja da nicht immer pennen. Na und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind. Den kriegt das junge Paar ein Kind. Den kocht sie Milch, die Milch läuft über. Den macht er Krach, den sehen sie drüber. Den wollen sie beide gänzlich trennen. Na und denn? Dann ist das Kind nicht auf dem Damm.
dann bleiben die beiden doch zusammen. Dann quälen sie sich noch manche Jahre, er will noch was mit blonde Haare, vorn doof und hinten Minorenner. Und dann sind sie alt. Der Sohn haut ab, der Olle macht nur auch bald schlapp. Vergessen Kuss und Schnurrbartzeit. Ach, Menschen, das kennt, wie liegt das weit. Wie der noch scharf auf Muttern war, das ist doch beinahe nicht mehr wahr. Der Olle Mann denkt so zurück, was hat er nun von seinem Glück? Die Ehe war zum größten Teil verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Schon 1930 hat Kurt Tucholsky die Situation des Mannes klar durchschaut und beklagt die Situation des armen, geplagten deutschen Mannes. Lamento. Der deutsche Mann, 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 das ist der unverstandene Mann. Er hat ein Geschäft und er hat eine Pflicht. Er hat auch einen Sitz im Oberamtsgericht. Er hat auch eine Frau, das weiß er aber nicht. Er sagt, mein liebes Kind, und ist sonst ganz vergnügt. Er ist ein Mann. Und das genügt. Der deutsche Mann, 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 das ist der unverstandene Mann. Die Frau versteht doch nichts von dem, was ihn quält. Die Frau ist dazu da, dass sie die Kragen zählt. Die Frau ist daran schuld, wenn ihm ein Hemdknopf fehlt. Und kommt es einmal vor, dass sie die Frau betrügt, er ist ein Mann. Das genügt. Der deutsche Mann, oh Mann, 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 das ist der unverstandene Mann. Er geht sich nicht durch Mühe, wenn er die Mauerfrau umgirrt. Und kriegt er nicht die eine, kommt die andere angeschwirrt. Der deutsche Mann, der stets befriedigt wird. Hauptsache ist, dass sie bequem und stets sich gehorsam fügt. Denn er ist der Mann und das genügt. Der deutsche Mann, 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 das ist der unverstandene Mann. Er flirtet nicht mit seiner Frau, er kauft ihr doch den Hut. Sie sieht ihn von der Seite an, wenn er so zärtlich ruht, so schnarchend. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit und alles wäre gut. Er ist ein Beamter der Liebe, er lässt sich gehen, er hat sie doch geheiratet, was soll jetzt noch geschehen? Der Mensch, der soll nicht scheiden, was Gott zusammenfügt, er ist ein Mann und das genügt. Ein ganz intimer Blick in die Zukunft. Tucholsky hat ja unter verschiedenen Pseudonymen geschrieben, unter anderem auch den Namen Theo, Theobald Tiger. Blick in die Zukunft. Du schläfst bei mir, da. Plötzlich in der Nacht, du liebe Dame, bist du mit einem Laut mir jäh erwacht. War das ein Name? Ich horche. Und du sagst es noch einmal im Halbschlaf. Leo. Bleib bei der Sache, Göttin meiner Wahl, ich heiße Theo. Noch bin ich bei dir, wenn die Stunde naht, da wir uns trennen, vielleicht lernt dich dann ein Regierungsrat im Teeraum kennen und du gibst dich seinen Armen nachts dich preis, den stolzen Siegern. Dann flüstere einmal meinen Namen leis und denk an Tigern. So, ich komme zum Schluss und der Schlusstext heißt passenderweise Letzte Fahrt. An meinem Todestag, ich werde ihn nicht erleben, da soll es mittags rote Grütze geben mit einer fetten weißen Sahneschicht von wegen Leibgericht. Mein Kind, der Ludolf, bohrt sich kleine Dinger aus seiner Nase, niemand haut ihm auf die Finger, er strahlt, das Einzige im Treppenhaus und ich liege da und denke, ach, beug dich aus. Dann tragen Männer mich was Haus hinunter, nun fast Karlchen die Blondine unter, die mir zuletzt und noch dies und jenes lieh, sie findet, Trauer kleidet sie. Der Zug ruckt an und all die Damen, die jemals, wenn was fehlte, zu mir kamen, vollzählig sind sie heute noch da und vorne rollt Papa. Da fährt die erste, die ich damals ohne die leiseste Erfahrung küsste. Die Matrone sitzt schlicht im Fond mit kleinem Trauerhut, altmodisch war sie, aber sie war gut. Und Lotte, Lottchen mit dem kleinen jungen Briefträger jetzt, wie ist mir der gelungen? Ich sah ihn nie, doch wo er immer schritt, mein Postcheck ging, danke durch 16 Jahre mit. Auf rotem, samtnem Kissen im Spaliere, da tragen feierlich zwei Reichswehroffiziere die Orden durch die ganze Stadt, die mir mein Kaiser eins verliehen hat. Und hinterm Sarg mit seinen Silberputten, da schreiten 22 Nutten, sie schluchzen innig und mit viel System.
war zuletzt als Kunde sehr bequem. Das Ganze halt, jetzt wird es dionysisch und singt ein Chor. Ich lächle metaphysisch, wie wird die schwarz gestrichene Kiste groß? Ich schweige tief und bin mich endlich los. Und Sie mich jetzt auch, danke. Vielen Dank an Klaus für diese tolle Darbietung und auch danke dafür, dass die Glocke wenigstens dann mal was auch zu tun hat. Das ist doch auch schön. So, genau, begrüßen wir mal mit einem riesigen Applaus Heinz Erhardt oder auch Rudel auf die Bühne. Als Peter das hier angekündigt hat mit diesem Dead or Alive Konzept, da sprach ich bei mir, Heinz sprach ich. Dann mach doch mal was von anderen Poeten, die schon töter sind als du. Und hab mir gedacht, ich mache jetzt was von Schillern und von Goethen. Ich komme ja gerade auch aus Göttingen, eine Stadt, in der Goethe zwar nicht studierte, aber wirkte oder zumindest wohnte. Also fange ich an mit Herrn Goethe, Johann Wolfgang von Frankfurt, der König Erl. Wer reitet so spät durch Wind und Nacht? Es ist der Vater, es ist gleich acht. Im Arm den Knaben er wohl hält, er hält ihn warm, denn er ist erkält. Halb drei, halb fünf, es wird schon hell, noch immer reitet der Vater schnell. Er reicht den Hof mit Mühe und Not, der Knabe lebt. Das Pferd ist tot. Weiter bei Schiller. Wer wagt es, Knappersmann oder Ritt, zu schlummen in diesen Tauch? Einen güldenen Becher habe ich mit, den werf ich in des Meeres Bauch. Wer ihn mir bringt, ihr Mannen und Knaben, der soll meine Tochter zum Weibe haben. Der Becher flog, der Strudel zog ihn hinab ins gräuliche Tief. Die Männer schauten, weil sie sich grauten, weg. Und abermals der König rief, wer wagt es, Knippersmann oder Rat, zu schlauchen in diesen Tund? Wer es wagt, erklär ich an Eides statt, darf küssen meins Töchterleins Mund, darf heiraten sie, darf mein Land verwalten und auch den Becher darf er behalten. Da schlichen die Mannen und Knappen von dann. Bald waren sie alle verschwunden. Sie wussten verlässlich, die Tochter ist grässlich. Der Becher liegt heute noch unten. Zu guter verlassen wir die Deutschlehrerecke und machen mit ein paar, mit tatsächlich ein paar, zwei, Rittergedichten weiter, schließen gar damit ab, zumindest für mich. Danach kommen ja noch drei wunderbare Poeten. Eins aus der Ritter-Fips-Reihe. Ritter-Fips und sein Ende. Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter-Fips in voller Rüstung. Da hört er von unten Krach und sprach bei sich, ich schau mal nach, und lehnte sich in voller Rüstung weit über die besagte Brüstung. Hierbei verlor er alsobald zuerst den Helm und dann den Halt, wonach, verfolgend pausenlos sein Ziel, er einfach so nach unten fiel. Und hier verlor er durch sein Streben als drittes nun auch noch das Leben, an dem es ihm ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Noch ein Gedicht. Es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss.
Er hatte Mägde, hatte Knechte und eine Frau. Das war das Schlechte. Ihr Mund war breit, ihr Hals war lang und es klang furchtbar, wenn sie sang. Da zielte er mit Korn und Kimme und Wut auf sie. Das war das Schlimme. Es machte Bumm, natürlich lauter, da fiel sie um. Zum Himmel schaut er und spricht, die Augen voll Gewässer. Vielleicht singt sie da oben besser. Vielen Dank und auch vielen Dank an meine Mitpoeten. Ich begrüße jetzt schon mal Frida Kahlo. Ich hätte es nicht besser machen können. Vielen Dank, Ruben, für diese tollen Gedichte von Heinz Erhardt. Ich finde auch großartig gelesen. Und ja, begrüßt mit mir Frida Kahlo oder auch Najla auf die Bühne. Einen großen Applaus! Vielen Dank. Jetzt stelle ich mich auch mal hier hin. Kann man mich gut hören? Ja, alles super. Wie ihr wisst, traf Frida Kahlo mit 17 ihre große Liebe, Diego Rivera, und ging später mit ihm auch nach Amerika, aber hört selbst. Als ich mit Diego nach Gringolandia ging, sorgte ich in den Straßen von San Francisco für Aufsehen. Die Leute blieben wie angewurzelt stehen, um mich anzugaffen. San Francisco, den 24. Januar 1931. Diego hat schon vor 3 Tagen mit dem Malen begonnen. Der Ärmste kommt abends hundemüde nach Hause, denn das ist eine Arbeit für Maultiere und nicht für Menschen. Stell dir nur vor, gestern hat er um 8:30 morgens angefangen und ist am nächsten Morgen um 9:00 wieder nach Hause gekommen. Er hat über 24 Stunden am Stück gearbeitet, ohne etwas zu essen oder dergleichen. Der Ärmste war völlig am Ende. Er ist sehr gut zu mir. Ich bin es, die sich manchmal das Kalosch in den Kopf setzt und heftige Wutanfälle bekommt. Aber er ist so gutmütig. Es scheint, als würde er mich lieben. Ich liebe ihn so sehr. Ich male. Hoffentlich klappt die Sache mit der Ausstellung. Das Leben hier ist recht interessant, denn es gibt viel zu sehen. Die Leute sind wie überall geschwätzig und auf Klatsch aus, etc., etc. Aber wenn man sich mit niemandem anlegt, kann man in Ruhe arbeiten und gut leben. Gestern hat Diego einen Vortrag in einem Club für alte Damen gehalten. Es waren etwa 400 Gespenster versammelt, alle so um die 200 Jahre alt, mit festgezurrten, da faltenwelligen Hälsen, alte Schreckschrauben also. Aber allesamt sehr reizend. Ich muss auf sie gewirkt haben wie ein seltsamer Vogel, denn abgesehen von 2 oder 3 späten Mädchen von 30 aufwärts, war ich die einzige junge Frau. Deswegen waren sie sehr angetan von mir und haben mich schier um den Verstand gebracht mit ihrem Geplapper. Die meisten spucken beim Sprechen, so wie Senor Campos. Und alle haben falsche Zähne, die im Mund hin und her rutschen. Also ich sag dir, das waren Dinosaurier, dass einem die Luft wegblieb. Ich male. Ich habe schon 6 Bilder fertig, die ziemlich gut angekommen sind. Die Leute hier sind sehr nett zu uns, aber die Mexikaner in San Francisco sind echte Hohlköpfe. Aber Idioten gibt es überall. Und hin und wieder findet man richtige Armleuchter unter den Gringos. Im Großen und Ganzen haben sie aber viele Vorzüge. Sie sind nicht so unverschämt wie in unserem geliebten Mexiko. Ganz, ganz liebe Grüße. Du weißt ja, ich mag dich von hier bis zum Neptun oder sogar noch weiter. Deine Friducha. Brief an Isabel Campos, San Francisco, der 3. Mai 1931. Liebe Freundin, ich habe deinen Brief schon vor Ewigkeiten bekommen. Aber ich konnte nicht antworten, weil ich nicht in San Francisco war, sondern weiter im Süden. Und ich hatte eine Menge Dinge zu erledigen. Du glaubst gar nicht, wie schön die Stadt ist. Ich schreibe dir jetzt nicht so viel darüber, damit ich dir, wenn wir uns sehen, viel zu berichten haben. Ich komme schon bald in das große Dorf, Mitte des Monats. Dann werde ich ausführlich erzählen. Lange Gespräche. Die Stadt und die Bucht sind Spitzenklasse. Die Gringos mag ich überhaupt nicht. Sie sind furchtbar fade und haben allesamt Gesichter wie ungebackene Brötchen, besonders die alten Frauen. Von meinem Englisch will ich lieber gar nicht sprechen. Ich bin eine ausgemachte Versagerin. Ich radebreche das Allernötigste. Aber es ist höllisch schwer, es richtig gut zu sprechen.
Wenigstens kann ich mich verständlich machen und sei es nur bei den verflixten Verkäufern. Also vertreibe ich mir die Zeit mit Malen. Im September habe ich eine Ausstellung in New York. Hier hatte ich keine Zeit dazu und konnte nur ein paar Bilder verkaufen, aber es war auf jeden Fall sehr wichtig für mich, hierher zu kommen. Denn es hat mir die Augen geöffnet und ich habe so viele neue schöne Dinge gesehen. Erzähl mir von meiner Mama und Kitty. Du kannst sie ja sehen. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar. Du kannst mir noch einen Brief schreiben. Zeit dazu hast du nämlich. Ich bitte dich darum, denn es würde mich sehr freuen. Wäre das zu viel verlangt? Grüße alle von mir, die du siehst, alle, die mich nicht vergessen haben. Und dir, meine liebste, beste Isabel, sendet dir immer die herzlichsten Grüße. Deine Freundin, die dich sehr liebt, Friducha. Brief an Dr. Eloessa, New York, der 26. November 1931. Ich kann die High Society hier nicht ausstehen. Ich empfinde ein wenig Hass auf diese ganzen reichen Säcke, denn ich habe tausende von Menschen gesehen, die im schlimmsten Elend leben, nichts zu essen haben und keinen Platz zum Schlafen. Und das hat mich am stärksten eingeprägt. Es ist furchtbar, wenn man sieht, wie die Reichen Partys feiern, Tag und Nacht, während Abertausende von Menschen verhungern. Ich interessiere mich zwar sehr für den industriellen und maschinellen Fortschritt in den beleidigten Staaten, aber ich finde, dass die Leute keinerlei Einfühlungsvermögen oder Geschmack haben. Sie leben wie in einem schmutzigen, unbequemen Hühnerstall. Die Häuser sind wie Backöfen und der ganze Komfort, von dem sie sprechen, ist nur ein Mythos. Ich weiß nicht, ob ich mich irre. Ich sage Ihnen nur, was ich empfinde. Söhne eines großen Morgens, ich schicke euch Grüße hier auf Tijuana-Art, damit sie euch dort oben erreichen. Arbeitet hart, Jungs, und malt viele Schinken, um sie den Gringos zu verkaufen, die euch viele Pesos zahlen. Feiert bis zum Umfallen mit den hübschen Tijuanas. Wenn ihr die Gelegenheit nicht nutzt, seid ihr wirklich dumme Trottel. Einen Gruß sende ich euch und verabschiede mich zugleich, damit ihr an das Mädchen denkt, die euch von Herzen mag. Eure Freundin Frieda. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und dann begrüßen wir dann auch schon, noch nicht ganz, aber fast das Schlusslicht, nämlich Johnny. Einen großen Applaus! Ja, schönen Abend nochmal. Danke. Ja, nochmal hallo. Ja, um ehrlich zu sein, habe ich erst heute angefangen, den zweiten Text rauszusuchen. Dementsprechend kann ich den nicht so wirklich gut, aber das soll gar keine Rechtfertigung sein, sondern nur nochmal als Erinnerung. Im Moment, aufgrund von Corona, ist es halt ziemlich kacke. Ich glaube, da können wir uns alle einstimmig sein, und vor allem für die Schüler ist es halt jetzt nebenbei von den Klausurphasen generell schwer, und ja, nur als Erinnerung, dass wir uns einfach nochmal alle der Lage bewusst sind und dankbar sind, dass wir überhaupt solche Veranstaltungen stattfinden könnten. Ich finde, das ist schon ein sehr großer Fortschritt, den wir mittlerweile erreicht haben. Mir persönlich bedeutet es einfach sehr viel, weil hier auf der Bühne ich Dinge verarbeite, die ich sonst überhaupt gar nicht verarbeiten könnte. Deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön an ihn, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Aber ja, ohne weiter jetzt unnötig reden zu müssen, fange ich einfach an. Wisst ihr, normalerweise sage ich immer, dass man nicht oft in seine Vergangenheit blicken sollte und erst recht nicht in seine Vergangenheit leben sollte. Sich drin verlieren und die kommende Zeit als auch momentane Zeit ausblenden sollte. Lediglich akzeptieren und aus ihr lernen, das sollte man mit der Vergangenheit anstellen. Aber wenn dich die Vergangenheit wieder einholt, sie anfängt, sich an dir hochzuziehen und du untergehst, immer weiter nach hinten, immer tiefer fällst, es um dich herum immer dunkler wird, was dann? So im Nachhinein hätte ich es vielleicht doch mit dem Slam nicht anfangen sollen. Ich hätte noch meine normale Welt ohne Sorgen, ob meine Freunde wirklich echt sind oder wahre Freunde nur gelogen sind.
hätte nie erfahren, dass es Lügner, dass es Betrügner waren. Wäre nie mit der Realität konfrontiert worden und wäre naiv geblieben. Ich wäre ein normaler Schüler geblieben, ohne Bedenken, hätte das Tuch der Blindheit weitergetragen und wäre vielleicht sogar glücklich gewesen. Hätte erst gar nicht die kommenden Probleme gehabt. Nein, das wäre falsch. Ich hätte Menschen nicht kennengelernt und meine Leidenschaft wäre ausgeblieben. Ich wäre nur ein weiterer Stubenhocker geblieben, ohne Ansicht, ohne Standpunkt. Ihr hättet mich mal sehen müssen, ein Junge, der zu schüchtern war und kein Wort rausbrachte, wenn es mal angemessen wäre. Und ich hätte die Probleme vielleicht dennoch bekommen. Ich wäre daran zerbrochen, hätte vielleicht sogar meine Lebenszeit abgebrochen. Ich hätte niemanden, der mir nahe stand. Kein Band, welches mich noch hier gehalten hätte. Wäre fast ohne Bedenken einfach gegangen. Aber so im Nachhinein hätte ich es doch mit der Liebe sein lassen sollen. Ich hätte nie eine Narbe in Kauf nehmen müssen und wäre ganz normal zufrieden gewesen. Ich wäre nicht so blind, wäre nicht so lesbar, nicht dumm, nicht so verletzlich. Hätte die wahre Trauer nie erleben müssen. Ich habe mir selbst dieses Band dadurch geflochten, um mich davon abzuhalten, es zu beenden. Wisst ihr, das alles wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn ich nichts davon getan hätte. Die Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft wird bestimmt noch irgendwie, aber die Gegenwart, die ist neu. Mich hat meine eigene Vergangenheit mittlerweile eingeholt und sie nagt an mir. Es ist so schmerzhaft, weil ich genau weiß, dass ich eventuell vielleicht hätte Dinge anders machen können. Weil meine Vergangenheit mich nur auf meine Niederlagen aufmerksam macht und mich damit erwürgt. Und was ich damit tun soll, das weiß ich nicht. Noch nicht. Danke sehr. Vielen Dank, Johnny. So, ich melde mich gerade nochmal. Hallo, liebe Zuschauer daheim an den Bildschirmen. Kann ich nochmal auf Sendung, bitte? Ja. Wir haben gerade gemerkt, dass da ein Fehler vorliegt. Viele von euch versuchen, sich einzuwählen und abzustimmen. Ihr müsst bitte einmal den Kanal wechseln. Ihr müsst jetzt auf den Kanal Twitch TV Kulturzentrum Bütz und nicht etwa Bützminden. Also nochmal, das läuft unten auch gerade auf dem Band. Wechselt auf den Kanal twitch.tv/Kulturzentrum Bütz. Dann sehen wir uns dort gleich. Danke. Ja, nun kommen wir zu den letzten Starter des heutigen Abends und das ist Dustin. Wir begrüßen ihn in einem großen Applaus. Jetzt stehe ich ja schon wieder hier oben. Mein zweiter ist ganz einfach. Und zwar hat mir meine Mama dazu immer einen Spruch gesagt. Und zwar, ich sterbe vor Liebe. Damit kümmert sich auch irgendwie mein Text. Und zwar nochmal zu mir. Ich bin Dustin und das 14 Jahre alt. Und unter uns, ich bin frisch verknallt. Ich will sie küssen, aber es gibt ein Problem, Mann. Wie soll ich es erklären? Ihr werdet es eh nicht verstehen. Durch jeden Kuss werde ich ein Jahr älter, doch vor ganzer Liebe vergesse ich das selber. Sie ist so traurig und küsst sich selber und das jeden Abend und ich muss die Schuld noch auf meinen Schultern tragen. Ich will es doch auch und es ist doch schön und ihre Lippen, boah, die sind so heiß wie ein Föhn. Sie ist meine Schatz und meine kleine süße Maus, doch wenn sie mich küssen will, boah, ich renne immer raus. Gestern Abend, da kam ich heim. Sie saß auf dem Sofa und sie war am Weinen. Ich ging zu ihr hin und ich küsste sie. Ich wollte wissen, wie es ist, weil ich tat's doch noch nie. Wir taten es die ganze Nacht, bis der Morgengrauen wieder anbrach. Jetzt bin ich zwar alt und das war mein Leben, so schnell wie ein Pistolenschuss. Zum Ende hin, das Beste kommt zum Schluss. Dankeschön.
Dank, Dustin. Vielen, vielen Dank. Genau, und dann würden wir jetzt nach der zweiten Runde zur letzten Wertung kommen. Peter, ist das ein Okay? Ja, fangt ihr doch bitte an. Okay. Alles klar. Liebe Jury, wisst ihr noch ungefähr, worum die Texte gingen? Seid ihr bereit? Ja. Okay, alles klar. Dann beginnen wir bei Klaus, heute alias Kurt Tucholsky. Und dann würden wir euch bitten, 3, 2, 1, hoch die Karten! Und wir haben eine 9, eine 9, eine 10, eine 9 und noch eine 9. Zu der Bewertung für Rufen alias Heinz Erhardt. Und da würde ich euch bitten, schnell die Karten vorzubereiten. Nehmt euch Zeit. Peter, warum? Okay, seid ihr soweit? Ich kann immer mit dem Schein einfach hier mal so eine blendende silberne Sonnenbrille oder so tragen. Okay. 3, 2, 1, hoch die Karten! Wir haben eine 7. Eine 8, eine 9, eine 6 und eine 7. %. Einen großen Applaus für Ruben. Genau, dann machen wir auch weiter mit der Bewertung für Najla alias Frida Kahlo. Nehmt euch einen kurzen Moment, die Karten vorzubereiten. Seid ihr bereit? Nee. Da wird noch was besprochen. Seid ihr bereit? Okay. 3, 2, 1, hoch die Karten! Und wir haben eine 8, eine 7, eine 8, eine 8 und eine 9. Ja, Applaus ist immer gut. 80. Der Stift. So, alles klar. Vielen Dank. Dann geht's weiter mit der Bewertung für Johnny. Es ist gut, dass jetzt endlich die Musik kommt, sonst singen wir das immer. Für die Leute, die sonst nicht so oft hier sind, aber die öfter kommen, sind das halt. Und jetzt ist die Musik da. Das ist schön. Seid ihr bereit? Ja, scheint okay. So noch aus. 3, 2, 1, hoch die Karten! Wir haben eine 9, eine 9, eine 8, eine 8 und noch eine 8. %, für Johnny, einen großen Applaus! Zunächst haben wir die Bewertung für Dustin. Brauchen wir die Bewertung für Dustin? Genau. Seid ihr schon bereit? Sieht sich sehr einig aus. Okay. Seid ihr bereit? Okay. Dann 3. Stopp. Achso, oh, Entschuldigung. So. 3, 2, 1, hoch die Karten. Und wir haben eine 10, eine 10, eine 10. Eine 10 und noch eine 10. Ich glaube, das hatten wir so auch noch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Sind das, wie viel %, sind das wohl? Ich glaube, das krieg sogar ich hin. Ja, inzwischen läuft die Abstimmung. Wir haben den Fehler rausgekriegt. Die ist aber noch nicht abgeschlossen. Ich würde deshalb gerne die Zeit nutzen, um schon mal die Abkündigung zu machen. Wir sind ja hier in einer Kirche. Also,
Dieser Slam ist Teil der Minden Road to Slam. Das seht ihr oben auf unserem Roll-Up. Mit Minden Road meinen die Slammer in den deutschsprachigen Ländern, das ist die Straße, die hinführt zu den Meisterschaften. Zunächst mal zur OWL-Meisterschaft, dann zur NRW-Meisterschaft und so weiter, bis hin zur Top, wir nennen das den National, das sind alle deutschsprachigen Länder drin, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Und wir haben dort auch immer wieder Starter und sogar im Finale. Hier ist sogar einer, der schon im Finale war. Wir sind ein kleiner, aber feiner Slam, aber wir dürfen also unsere Starter aufsteigen lassen. Deshalb ist er auch so wichtig für uns mit den Punkten. Dieser Slam ist also auch Teil der Minden Road to Slam. Der Sieger aus dem hiesigen, heutigen Slam kann also weiter aufsteigen auf die nächste Ebene. Wir haben die Wahl hier vom Blitz aus, wen wir schicken wollen. Wir nehmen Leute, die dann in dem Jahr den Pokal geholt haben und schauen, dass wir das gleichzeitig gleichmäßig verteilen, zumindest unter Männern und Frauen. Denn die Frauen im Slam sind leider immer noch weniger, je höher man aufsteigt. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Wir sind ja mindestens genauso gut. Deshalb machen wir auch einmal im Jahr einen Lady Slam, wie man dort sieht. Da dürfen auch Männer zuschauen. Aber auf der Bühne, am Mikrofon, hat man dann nur Frauen. Dazu auch herzliche Einladung für nächstes Jahr. Jetzt möchte ich noch erzählen, was euch beim nächsten Mal erwartet. Kommt gerne wieder. Ihr seht, was für eine Stimmung ist, wenn das Haus voll ist. Auf jeden Fall. Das ist ein Slam, der ist ganz verrückt. Wenn ihr das dort unten seht, das letzte, das ist Lesen für Bier. Lesen für Bier. Das ist so ein bisschen so am Rande des Slam. Also, ihr kommt als Publikum, ihr bringt einen Text mit, tut den in den Zylinder, irgendwas, was gedruckt ist. Dann sind zwei Leute auf der Bühne, die müssen abwechselnd das ziehen. Das ist meinetwegen eine Quittung von Rewe oder auf Chinesisch eine Beschreibung fürs neue Smartphone, ein Bibeltext, Luther, Shakespeare, Goethe, Berchtesgaden, Borchardt, egal was ihr wollt oder was selbst geschrieben ist. Und der Mensch auf der Bühne, der das gezogen hat, muss sofort den vortragen. Der hat überhaupt keine Vorbereitungszeit, der muss den vortragen irgendwie und kriegt dann noch eine Aufgabe als Ode oder als Operettentext oder als Limerick zum Beispiel. Und das ist unglaublich. Die Profis, wie die das hinkriegen, das ist eine Freude. So, und dann entscheidet ihr als Publikum, war der Text besser? Dann kriegt der, der den Text mitgebracht hat, das Bier oder die. War der Vortragende besser, dann kriegt der das Bier. Unser Mohammed ist der Zapfmeister, wir haben da ein Fässchen stehen. Ihr könnt euch vorstellen, wie der Abend immer feuchtfröhlicher wird. Da geht es nicht mehr nur noch um den Pokal, es ist einfach ein Spaß. Und man sieht natürlich Leute, die da wahnsinnig schnell mit sowas umgehen. Es ist unglaublich. Hier sitzt auch einer, der das regelmäßig macht. Ja, ich darf das ja sagen, ich war mal bei Klaus dabei und da gab es Glühwein statt Bier, weil das vor Weihnachten war. Also Lesen und Bier, Lesen für Bier, genau, Lesen für Glühwein. Und ich habe es tatsächlich mit einer Quittung von meinem lieblingsindischen Restaurant geschafft, die Klaus vorgetragen hat. Und er hat das gut gemacht, dass aber das Publikum gesagt hat, die Quittung war noch besser. Und ich habe den Glühwein gekriegt. Ihr wisst, was euch erwartet. Die ersten 5 Leute, die einen Text mitbringen, haben freien Eintritt. Günstiger kommt ihr an das Bier nicht ran. Das wird also sein am 12.11.21. Wir hoffen mal, dass wir das wieder so machen dürfen wie jetzt, Corona und so weiter. Ich empfehle euch, wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch umgehend an bei mir. Könnt ihr jetzt nachher machen, dann habt ihr euren Platz sicher. Oder meine Telefonnummer, kennen wir auch alle, per SMS, WhatsApp oder Sprachnachricht oder wirklich eben anrufen und sagen Hallo. Ich möchte da gerne mit 2 Leuten kommen. Wir sind aus demselben Haushalt, wir dürfen nebeneinander sitzen. So, ich möchte mich noch bedanken, um auch noch ein bisschen Zeit für die Abstimmung rauszuholen. Ich möchte mich bedanken bei allen Leuten, die hier mitgewirkt haben. Ja, toll. Und zwar,
Das sind die Rampensäule da oben und ich bin der Rampeneber. Aber da steht, sagt man so, ne? Da steht ein ganzes Team dahinter. Ohne die wäre das nicht so glatt gelaufen. Also an der Kasse war Angela, an der Glocke Len, Platz am Weiser war Johnny, heute also in einer Doppelrolle. An der Theke hatten wir Lisam, an der Technik Cedric, am Streaming den Knut. Und dann hatten wir auch einen Rechner. Das ist ja immer schwer, nicht? Einfacher Dreisatz. Wenn 5 Leute mal 10 Punkte, 50 die Höchstwertung ist, wenn das 100% sind, wie viel Prozent sind dann 40? Ja. Wir haben dafür, wir haben dafür einen Fachmann, da darf ich mich bedanken. Das ist der Dr. Jan Martin Bruning oder ganz einfach Jan. Den hat uns mal die Vanessa angeschleppt. Ich darf das so sagen, wir kennen uns so lange. Sie kam an und sagte, du, ich habe einen neuen Freund, ich habe den mitgebracht. Und der hat heute seinen Doktor gemacht. Also ganz so ist das aber auch nicht abgeschlossen. Da habe ich gesagt, ja, Zahnarzt oder Hautarzt. Nee, sagt sie, Mathematik. Und das findet man ja nicht oft. Und ich habe sofort gesagt, her damit. Der kriegt freien Eintritt, der kann uns die Prozente ausrechnen. Und das macht er heute. Das ist ja... Ja, das hat gewirkt, dass ich so lange erzählt habe. Vielen Dank. Knut hat uns die Prozente gebracht. Das ist eindeutig. Wir haben Ergebnisse für Najla, für Rufen, für Johnny und für Dustin. Das sind für Najla zum Aufschreiben. Für die zweite Runde jetzt? Ja, erste Runde haben wir ja nicht. Da ging unser System noch nicht. 25% für Najla. Dieser Stift. Ja, nach unten halten, zwischendurch zumachen, anlecken. Ja. Was, 25 war das? Ja. Okay, ich halte den Stift nur noch genau. Für Rufen 25%. Für Johnny 25%. So, jetzt kommt noch einer. Dustin auch 25%. Das ist das Ergebnis, liebe Zuschauer daheim an den Bildschirmen, was ihr also erzielt habt. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielleicht schafft ihr das nächste Mal, das auch hier im Saal dabei zu sein und die ganze Stimmung hier mitzubekommen. Für uns war es ganz wichtig, dass wir das hinkriegen. Denn das ist unsere Zukunft, dass wir Hybridveranstaltungen machen. Corona wird uns erhalten bleiben in irgendeiner Form. Wir werden mehr oder weniger Leute reinlassen dürfen. Aber hierdurch können alle das sehen, die gerne wollen und sogar über diese Funktion mit abstimmen. Deshalb sind wir so stolz darauf, dass wir es nun endlich einigermaßen hinkriegen. So, dann, ihr addiert jetzt die Sachen zusammen. Der Jan kann euch dabei helfen. Addieren. Sonst haben wir keine Wertung bekommen. Das sind die wir bekommen haben. Einfach weglassen, die Twitch-Sachen weglassen, wäre das dann... Ach so, wie gehen wir mit der ersten Runde um? Ja, ja. Das ja. Müsst ihr entscheiden. Das müssen wir entscheiden. Oh, das ist doch blöd. ja, das ist am einfachsten auf jeden Fall. Okay. Also, ihr versucht doch eine faire Lösung zu kriegen, insbesondere für alle Auftretenden. Ich hätte einen Vorschlag. Ja, gerne. Man könnte das erste einmal so rechnen, wie es ist, plus 100 jeweils, und die anderen bei denen, die 25 gekriegt haben, plus 125, und bei denen, die keine 25 gekriegt haben, plus 100. Dann hat man eine faire Lösung. Dann haben manche in der ersten Runde In der ersten Runde hat niemand 25 extra gekriegt und in der zweiten haben 4 25 extra gekriegt. Dadurch, dass man immer 100 bzw. 125 dazu zählt. Ich glaube, wir müssen da einen Workshop anbieten mit dir und Jan. Hat jemand noch einfachere Lösungen? Wie ist es, wenn wir das einfach addieren, wie wir es sonst auch gemacht haben? Also einfacher, wenn man die weglässt.
Das stimmt, aber wir können auch sonst das mit dem... Wenn das einfach addiert wird, gibt es kein anderes Ergebnis, als wenn man sie weglässt. Ja? Ja, das stimmt. Gut, dann also würde ich sagen... Bei den ersten sind es 188. Bei dem Johnny hat dann 100... Meinen Sie jetzt, Klaus hat 88? 188. 188, sorry. Ganz hinten, ja. Ihr müsst die Stifte nach unten halten, schließen und anlecken. Nee, da muss ein so bestimmter Winkel erreicht werden. Sonst kommt der Rotstift. Könnt ihr das lesen? Hoffe ich. La 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 la. Ein bestimmter Winkel, aber den muss man erstmal finden, auf jeden Fall. 182? Ja. 187? 80. Ja, das ist jetzt... Okay, wir machen weiter mit dem, das war super. Nochmal die 117. Ach, 2, oh, Entschuldigung. Ja, oder sonst, ja, okay. Gut, gerne bitte. 89? Ja, andersrum. 89. Kann man in dem Korb einen Überdruck geben, dann ist es zwei Zwölfe. Die Stimme nicht einfach. Okay. So, dann schreibt uns doch bitte die Plätze. Die Rangplätze in der Reihenfolge. Wir verdecken das hier so schön, damit das ganz geheim bleibt. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Dann mal schreibt man rein. Okay. Dann haben die. Achso, warte, dann sonst gibt es hier. 89, also schon wieder den zweiten. So, dann können wir schon mal eine Bitte aussprechen an alle Gäste. Wie gesagt, wir müssen ja nachweisen, wer wo gesessen hat. Wenn ihr einmal hier schaut. Ihr habt auf eurem Sitz eine Nummer. Jeder von euch hat eine Nummer auf dem Sitz. Bitte tragt die in die Liste ein, hinter eurem Namen. Das ist der einfachste Weg für uns. Die Kolleginnen helfen euch dabei. Da, 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 da. Wir begrüßen erstmal einmal alle Poeten hier auf dieser Bühne. Vielen, vielen, vielen Dank. Und so kommen wir jetzt natürlich zur feierlichen Siegerehrung. Die schönen Preise sehen. Und einen großen Applaus für Dustin! Ja, holt die Handys raus. Blitzlichtgewitter. Dustin mit dem Pokal. Und den zweiten Platz belegt Johnny. Einen großen Applaus! Du kannst dir ein Buch aussuchen. Das habe ich noch nicht. Okay, sehr gut. Kannst du bitte das lesen? Achso, ich habe das Buch genommen, Lass uns doch Feinde sein. Okay. Genau. Und den dritten Platz vergeben wir an Klaus alias Kurt Kubanski.
Ja, den Titel kann ich nicht vorlesen, weil ich habe Deutsch auf Lehramt studiert. Ist das peinlich, aber du hast es immerhin zugegeben. Ich habe ja nur Englisch und Russisch studiert. Dankeschön. Und feierlich überreichen wir den vierten Preis, an Najla alias Frida Kahlo. Großen Applaus! Und zu guter Letzt müssen wir uns ja auch noch bei Peter Küstermann bedanken, ohne den das hier heute Abend ja auch nicht stattgefunden hat und der jetzt uns alle abgekündigt hat. Aber ich denke, da ist auch noch mal ein ganz herzlicher Applaus fällig. Ja, ihr seht, und dann bedanke ich mich dafür, dass ich jetzt was gekriegt habe, obwohl ich das nicht wusste, dass man auch was gewinnt, wenn man verliert. Vielen, vielen, vielen Dank an alle Starter und Starterinnen. Es war mir heute eine Freude, mit euch auf der Bühne zu stehen. Großartig, hier Premieren zu haben und dann direkt auch was abzusagen. Wie großartig ist das? Das ist Poetry Slam und hier ist alles möglich, alles ist großartig. Tote, lebendige Autoren und Autorinnen. Ja, vielen, vielen Dank dafür und für diese tollen Verkleidungen. Das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden. Es ist großartig. Ich war bei so einem Slam noch nie dabei. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, für diesen Abend. So, okay, bitte achtet darauf, dass eure Nummer mit auf der Liste ist. Und ihr könnt jetzt bei mir direkt auch eure Plätze reservieren. Lesen für Bier, 12.11. Das machen wir hinterher. Hinterher haben wir noch einen größeren Saal mit einer größeren Bühne. Da werden wir das veranstalten. Peter, ich wollte noch jemand was sagen. Ja. Okay, nochmal ein kleines Wort von mir. Und zwar ein Riesendank an Peter, dass du bei uns warst und auch ein Dank an dir. Ich fand das hier heute Abend sehr schön und bedanke mich eigentlich bei jedem, der hier ist, der jeder hat was beigetragen. Bei wem ich mich aber am meisten bedanke, ist Sina Meyer, meine Klassenlehrerin. Jawohl. Stehe ich eigentlich auf dieser Bühne, weil wie gesagt, wir haben das Thema im Deutschunterricht und mir macht es Spaß und ja, es ist eigentlich kein anderer Grund, warum ich hier stehe und deswegen Dankeschön an ihn für diesen tollen Abend, dass ich hier sein durfte und was vortragen durfte. Dankeschön. Und da gehört die. Und da gehört die Ute natürlich auch dazu, Ute Heilsdorf mit der zweiten Klasse, die auch hier vertreten ist. Und wir hoffen, dass wir wiederkommen dürfen zu euch in die Schule. Wir haben da schon mal so gedacht an die Projektwoche, ob wir dann einfach auch noch mal tiefer einsteigen in die verschiedenen Slams und in die ganzen Tipps und Tricks, was die so alle drauf haben, um dann zu siegen. Okay, eine Sache, bevor wir alle nochmal mit einem stürmenden Applaus von der Bühne gehen, möchte ich noch einmal ein kurzes Anliegen. Morgen sind Bundestagswahlen und ich bitte alle, die 18 sind und wählen dürfen, wählt bitte, geht bitte wählen, jede Stimme zählt und es geht um unsere Zukunft. Das ist alles. Und jetzt danke für den Abend.